Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen ein bisschen Fortsetzung in unserer Reihe über, ich habe das mal erzählte Prophetie genannt, um so ein paar Abschnitte aus der Prophetie einfach in Erzählform weiterzugeben. Weil die Videos, die ich gemacht habe, die sind natürlich sehr umfassend und sehr ausführlich und sind auch sehr viele geworden. Und um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, ohne dass man jetzt direkt die ganzen Bibelstellen auch nachschlägt, dafür dann aber so einen schnelleren Überblick zu bekommen, habe ich gedacht, ich erzähle das einfach mal, so die wichtigsten Abschnitte davon. Im letzten Video haben wir ja schon uns befasst mit diesem Tier aus dem Meer und mit dem Tier aus dem Land und mit dem Tier mit den 7 Häuptern und 10 Hörnern und wo die alle herkommen, diese einzelnen geografischen Regionen, also Ostjordanland und der Norden Israels, der abbrechen wird. Das Land Israel bricht auseinander. Paulus spricht da auch mal von, ich kann das aber hier auch nur andeuten, er sagte, dass zuerst der Abfall kommen muss und offenbart werde der Mensch der Sünde. Da wird oft ausgelegt, dass dieser Abfall, der Abfall der Christenheit sei. Macht aber relativ wenig Sinn, weil diese ganzen Begebenheiten ja alle im Nahen Osten spielen, zu einer Zeit, wo Israel ganz bestimmt nicht christlich ist. Ich gehe davon aus, dass Paulus bei diesem Abfall den Abfall des Nordreichs vom Südreich meint. Das ist auch ein ganz interessanter Gedanke, dem man mal nachgehen kann. Und vielleicht tun wir das auch mal in einer der Folgen, die noch kommt. Aber jetzt wollen wir uns ein bisschen beschäftigen mit dem Standbild aus dem Propheten Daniel, aus Daniel 2. Viele von euch kennen ja das Standbild auch schon, wird ja auch viel drüber im Internet immer wieder auch mal gesprochen. Es gibt sehr, sehr viele Videos zu. Manchmal wird auch drüber gepredigt, ja, so von den einschlägigen Predigern und Pastoren. Und alle diese Auslegungen, die ihr hört, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, gehen davon aus, dass dieses Standbild zwei Beine hat und dass diese zwei Beine Ostrom und Westrom sind. Also die Abfolge des Standbildes wird folgendermaßen dann erklärt. Das Standbild hat ein goldenes Haupt. Daniel sagt auch zu Nebukadnezar: Du, Nebukadnezar, bist das goldene Haupt. Ja, also das goldene Haupt steht für Babylon. Nach Babylon kam Medo-Persien. Im Standbild angedeutet durch eine silberne Brust mit silbernen Armen. Zwei Arme, Medien, Persien. Ja, die Medier haben Babylon besiegt und nachher ging das Reich dann über auf Persien und das war ein medo-persisches Doppelreich. Sehr schön, ja, dass das in dem Standbild so durch diese Körperteile abgebildet wird. Ja. Und zwar vom Kopf bis zu den Zehen. Auf diese silberne Brust mit den beiden Armen auf Medo-Persien folgte dann der bronzene Bauch mit bronzenen Seiten. Das ist Alexander der Große, denn auf das medo-persische Großreich folgte Alexander. Und dann wird es spannend, dann sagen nämlich die Ausleger, die ihr heute so üblicherweise auch hören könnt zu dem Thema, und zwar 99,99%, die sagen, auf Alexander den Großen folgte das Römische Reich, weil dieses Standbild dann zwei eiserne Beine hat. Und diese beiden eisernen Beine sind Ostrom und Westrom. Aber in der Geschichte, also in der profanen Geschichte, ist auf Alexander den Großen nicht das Römische Reich gefolgt. Und dasselbe gilt auch für den Propheten Daniel. Daniel zeigt in seiner weiteren Prophetie, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, dass auf Alexander den Großen nicht das Römische Reich folgt, sondern 4 Generäle. 4 seiner Generäle folgen auf Alexander den Großen. Und zwar war das Kassander und Lysimachos, die waren so im heutigen Griechenland. Dann kam Seleukos, das ist das seleukidische Großreich, Syrien rüber bis zur indischen Grenze, Tadschikistan, Iran, Irak, diese ganzen Ländereien bis rüber zur indischen Grenze und nach Westen, so die Türkei eigentlich mehr oder weniger noch dazu und das heutige Syrien. Und dann gab es einen 4. General, das war der Ptolemaios, der war Ägypter, also Ägypten gehörte dann auch dazu.
Das heißt also, Daniel zeigt eine andere Reihenfolge als die, die er immer wieder in den Auslegungen hört. Die Auslegungen sagen, dass auf Alexander den Großen, auf diesen bronzenen Bauch, zwei eiserne Beine folgten. Aber in Daniel 2, Vers 32 steht, nur ganz kurz, seine Schenkel aus Eisen. Ja, die Schenkel des Stammbilds sind aus Eisen. Schenkel, aramäisch Schock, denn dieser Teil von Daniel ist in Aramäisch geschrieben, heißt Schenkel. Und zwar in einer Pluralform. Im Aramäischen gab es den Singular, also Einzahl, Plural, Mehrzahl und einen Dual, also Eltern im Deutschen sind zum Beispiel Dual. Oder Hosenbeine sind auch immer Plural, ja, weil man zwei Hosenbeine braucht. Und Schenkel hat normalerweise der Mensch vier. Zwei Oberschenkel und zwei Unterschenkel. Und das Stammbild hat auch Schenkel, seine Schenkel aus Eisen. Vier Schenkel, warum? Weil auf Alexander den Großen, der bronzene Bauch und die bronzenen Seiten, Schenkel aus Eisen folgten, und zwar vier Schenkel, vier Generäle, Kassander, Lysimachos, Seleukos und Ptolemaios. Diese Art der Auslegung findet ihr nur sehr selten und dann auch wieder mit Einschränkungen an anderer Stelle. Aber 99,99% der Ausleger sagen, dass diese Schenkel Beine seien, zwei Beine, und dass das Ost- und Weströmische Reich sei. Im Text selber steht nur seine Schenkel aus Eisen. Da steht nicht seine vier Schenkel aus Eisen. Ja, aber Schenkel, Oberschenkel, Unterschenkel, im Deutschen wird das sehr gut unterschieden. Im Englischen ist das anders. Da wird oft Beine übersetzt. Ich habe da auch ein Video zu gemacht und eine Wortstudie zu gemacht. Im Englischen ist das schwieriger zu unterscheiden. Aber im Deutschen kann man das sehr schön sehen. Historisch ist es so, dass Alexander der Große relativ früh starb, mit 33 Jahren. Der hatte auch eine Frau, eine persische Prinzessin, die hatten gemeinsam einen Sohn. Der ist dann aber relativ früh verstorben, und zwar mit seiner Frau, weil nach dem Tod Alexanders des Großen eine große Auseinandersetzung um die Macht und über die Übernahme des Reiches Alexanders des Großen unter seinen Generälen ausbrach, die schließlich dazu geführt haben, dass diese vier erwähnten Generäle das Reich Alexanders des Großen unter sich aufgeteilt haben. Es ist ein zerteiltes Reich. Also es ist sowohl in Daniel so, wird in Daniel so beschrieben, in der Prophetie Daniels, denn die Prophetie Daniels gipfelt in einem der Seleukidenkönige, also aus dieser Dynastie der Seleukiden. Seleukos war einer der vier Generäle, kam Antiochos Epiphanes, dem überproportional viel Raum in Daniel eingeräumt wird, nämlich das halbe Kapitel 11 spricht nur von ihm. Das heißt, wir haben eine ganz neue Struktur eigentlich, an die wir uns auch erst gewöhnen müssen, weil bisher natürlich alle diese Romlinie verfolgt haben. Diese Romlinie möchte ich auch ein bisschen weiterzeichnen, denn die Auslegung geht so weiter, dass nämlich auf dieses antike römische Reich, das dann in zwei Reichsteile zerbrochen ist, in der Endzeit wieder ein Zehn-Staaten-Bund kommt, symbolisiert durch die zehn Zehen des Standbildes, dass Europa also zehn Staaten haben wird und dann die Endzeit anbricht. Und dann, Roger Libby sagt es zum Beispiel immer wieder, dass ein Diktator aus dem Westen kommt. Aber der wird im Buch Daniel nirgendwo erwähnt. Ja? Gibt es keine Bibelstelle, wo man sagen könnte, da ist er. Ja, das wird konstruiert mit irgendwelchen Personalpronomen. Gut, ich erwähne es kurz. Ja, da gibt es halt in der Daniel-Prophetie einen König des Nordens und einen König des Südens. Der König des Nordens ist der seleukidische König Syrien, Großsyrien. Der König des Südens ist der Ptolemäerkönig der Ägypter. Und die beiden Könige oder die beiden Dynastien haben über Jahrhunderte gegeneinander gekämpft, weil wenn einer der beiden den anderen überwunden hätte und besiegt hätte, dann wäre er Nachfolger Alexanders des Großen und damit Beherrscher der ganzen damaligen Welt geworden. Das heißt also, der König des Südens hat immer wieder gegen den König des Nordens gekämpft und der König des Nordens gegen den König des Südens. Und da gibt es eine Passage in Daniel, da steht, der König des Südens zieht gegen ihn
Und der König des Nordens zieht gegen ihn. Ja, so wird formuliert dort in dem Vers. Und jetzt sagt man, dieses ihn, das ist der Diktator aus dem Westen. Das heißt also, man baut für die Endzeit, ohne dass man das eigentlich darf, einen Diktator aus dem Westen ein und sagt, dieses Personalpronomen ihn, das ist der Diktator aus dem Westen. Aber der wird dort nirgendwo erwähnt. Und wenn man den Text in seinem ursprünglich geschichtlichen Zusammenhang in der Antike sieht, dann gab es da keinen dritten König, gegen den diese beiden gekämpft hätten. Die haben gegeneinander gekämpft. Ja, die Verse muss man so lesen, dass der König des Südens gegen ihn zieht, nämlich gegen den König des Nordens, und dass der König des Nordens wiederum seinerseits gegen ihn zieht, nämlich gegen den König des Südens, bilateral, zweiseitig. Ja, so war es historisch und so wird es in der Endzeit auch sein. Das heißt also, man hat in der normalen Rom-Theorie, sagt man, dieses Standbild hat dann zwei Beine, Ostrom und Westrom. Und dann kommt in der Endzeit, kommen diese 10-10, das wird das wieder aufkommende Römische Reich sein, das wird aus 10 europäischen Staaten bestehen und dann irgendwann kommt Jesus Christus wieder. Das Problem ist aber, dass Europa jetzt schon 27 Staaten hat. Ja gut, sagt man, vielleicht fällt Europa ja irgendwie auch auseinander und dann kristallisieren sich da die 10 Staaten raus. Aber diese ganze Sache ist im Ansatz schon falsch und vor allem ist es bei dieser Art der Auslegung so, dass ein Stein von einem Gebirge herabgerissen wird und der schlägt dieses Standbild an seine Füße und zertrümmert und pulverisiert das ganze Standbild und dieser Stein wird zu einem Stein, der die ganze Erde füllt. Und dieser Stein ist ein Bild auf Jesus Christus. Der wird von einem Berg herabgerissen und zwar ohne Hände, steht in Daniel. Der kommt vom Reich Gottes, symbolisiert durch diesen Berg. Und der schlägt das Standbild an seine Füße. Bei dieser Auslegung, die die Rom-Theorie unterstellt, kann aber niemand erklären, wer die beiden Füße sind. Denn da springt man vom antiken Römischen Reich, was dann zwei Beine sein sollen, in die Endzeit zu einem zehnstaatlichen Europa, zu den 10-10. Aber die Füße überspringt man. Aber das Standbild zeigt eigentlich die Abfolge von politischen Weltreichen. Und zwar von Babylon bis zu den 10-10. Wir werden gleich noch sehen, wer die sind. Das würde bedeuten, dass in der Endzeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn nämlich dieser Stein vom Berg herabgerissen wird und das Standbild an seine Füße schlägt, dass dann die beiden Füße regieren. Denn sonst könnte der Stein da nicht an die Füße schlagen. Weil aber in der Rom-Theorie nicht erklärt werden kann, wer die beiden Füße sind, ist diese Auslegung mangelhaft. Ja, dass niemand weiß, wer diese beiden Füße sein sollen. Die 10-10, sagt man, sind 10 europäische Staaten, aber für die beiden Füße hat man keine Erklärung. Also da mangelt es natürlich schon dran. Und dann ist es so, dass das auch historisch einfach falsch ist, denn das Seleukidenreich war sehr groß, ja, und das Ptolemäerreich war auch sehr groß. Die wurden irgendwann, dann sind die immer kleiner geworden und irgendwann hat sich dann auch das Seleukidenreich immer weiter verkleinert und sich auf das Kernland Syrien reduziert. Und dann kam natürlich das Römische Reich irgendwann auch auf und hat dann Syrien angegriffen und besiegt und hat im Jahr 63 vor Christus den Staat Syrien als Provinz Syria ins Römische Reich eingegliedert und damit ist mehr oder weniger dieses Seleukidenreich zu Ende gegangen. Also Rom ist schon irgendwann auf der Weltenbühne aufgetaucht, aber Daniel spricht nicht davon. Ja, Daniel macht noch was anderes. Daniel erwähnt zum Beispiel sehr deutlich identifizierbar zwei römische Generäle, die später auch große Politiker wurden, und zwar Scipio Asiaticus und Laenas. Die sind so deutlich beschrieben im Daniel, dass man die identifizieren kann. Die werden nicht mit Namen genannt, aber die sind eindeutig zu identifizieren im Buch Daniel. So als ob Gott sagen will, ich habe Rom nicht vergessen. Ich weiß schon von Rom. Ich kenne sogar einzelne Generäle aus dem Römischen Reich. Einzelne Senatoren, aber ich meine Rom nicht. Und jetzt ist so ein bisschen Hängen im Schacht, weil jetzt ist die Frage, ja gut, wie soll man denn dann Daniel auslegen, wenn es historisch nicht haltbar ist, wenn es innerhalb von Daniel nirgendwo das Römische Reich erwähnt wird, wenn die Konstruktionen, die das Römische Reich oder einen Diktator aus dem Westen da reinzubauen, so hilflos sind und so wenig gut belegt, wie soll man das dann verstehen? Und wir verfolgen hier einfach mal die griechische Linie und sagen also auf Alexander den Großen, auf dem bronzenen Bauch im Standbild, da folgten Schock, Schenkel, 4. Nämlich 2 große Schenkel, Seleukos und Ptolemäus, und 2 kleine Schenkel, 2 Unterschenkel, Kassander und Lysimachos. Das ist das, was Daniel zeigt. Also auch Griechen
Denn die Diadochenkönige, so nennt man die, ja, diese vier Generäle, daraus wurden Dynastien, königliche Dynastien. Und diese vier Dynastien, die nennt man die Diadochen, die stammen alle von Alexander dem Großen ab. Das waren Griechen. Jetzt sagen aber viele, ja gut, aber die Schenkel sind ja aus Eisen, während Alexander der Große, der war ja aus Bronze, der Bauch. Wieso ist denn dann Materialwechsel von Bronze zu Eisen? Naja, deswegen, weil die vier Generäle keine Abkömmlinge von Alexander dem Großen waren, sondern Fremde. Und so steht auch in Daniel 2, sein Reich wird Fremden zuteil. Und deswegen ist da ein Materialwechsel von Bronze zu Eisen. Das würde also historisch passen, das würde von der Prophetie passen, es würde von den Materialien passen und es passt auch dahingehend, dass die ganze Prophetie Daniels in Antiochos Epiphanes gipfelt, der einer dieser Diadochen war. Ja, aus einem dieser Diadochengeschlechter kam. Das heißt, dann plötzlich hat man eine komplette Linie von Daniel 2 bis zu Daniel 11, Daniel 12. Das ist was Besonderes. Da kann man nicht einfach so dran vorbeigehen. Und das sehen wir, wenn wir diese griechische Linie verfolgen. Ja? Jetzt ist aber die Frage die, also wenn, oder ich möchte anders nochmal sagen, also wenn man diese Rom-Theorie nochmal unterstellen will, dann müsste man ja eigentlich sagen, das Römische Reich, das war ja europäisch. Rom liegt ja in Italien. Aber der Kopf des Standbildes Babylon war im Vorderen Orient. Medopersien liegt im Vorderen Orient. Das Reich Alexanders des Großen, der ein Grieche war, lag schwerpunktmäßig im Vorderen Orient. Seine Hauptstadt war Babylon, Zweistromland. Das heißt also Kopf, Brust und Bauch sind alle drei im Vorderen Orient. Während man die Beine jetzt nimmt in der Theologie, die ihr dort hört, denn das ist keine Bibelauslegung, das ist Theologie, die kommt übrigens von Flavius Josephus. Ja. Flavius Josephus ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, der in Rom im Jahr, also irgendwann nach dem Jahr 70 nach Christus, dann seine Bücher geschrieben hat. Und der geht davon aus, dass in Daniel diese beiden Beine wären. Und dass das Ost- und Westrom gewesen sei, das Römische Reich. Ja? Also man hat diese Auslegung eigentlich von einem jüdischen Ausleger. Das ist der Grund wohl, warum man das dann nimmt, weil man sonst da keine ausreichende Erklärung zu haben meint. Ja? Aber das war ein Jude und kein Christ. Das war jemand, der Gottes Geist gar nicht hat und deswegen die Prophetie auch nicht auslegen kann. Ja? Also rein per Definition schon nicht. Aber das mag einer der Gründe sein, warum man das Römische Reich unterstellt. Okay, also wir haben gesehen, Kopf, Brust und Bauch der Statue, dieses Standbildes, sind im Vorderen Orient. Jetzt nimmt man die Beine, die ja keine Beine sind, aber von denen man behauptet, dass es Beine wären, und schiebt die 2400, 2500 Kilometer nach Westen, nach Italien, nach Rom, dort, wo es das Zentrum des Römischen Reichs ist oder war. Was passiert aber, wenn man einem Standbild die Beine unter dem Leib wegzieht? Dann fällt das Standbild um. Und genauso fällt diese ganze Auslegung um. Diese ganze Theorie, diese ganze Rom-Theorie, die ist hinfällig im besten Sinn des Wortes. Ja? Wenn man aber mal gedanklich sagen würde, man nimmt mal diese Beine, die ja keine Beine sind, und schiebt die von Europa, von Italien, von Rom, wieder zurück in den Vorderen Orient, was passiert denn dann? Dann würden ja die Beine, die ja eigentlich Schenkel sind, unter dem Torso stehen und dann könnte das Standbild auch stehen. Dann müsste man aber fragen, ja, was waren das denn für Beine oder wenn wir den Text genau nehmen, was waren das denn für Schenkel, die auch im Vorderen Orient geherrscht haben, die weltreiche oder königreiche politische Kräfte gewesen sind? Naja, die vier Diadochen. Dann haben wir vier Diadochen und haben vier Schenkel. Dann hat der Ziegenbock nachher auch in Daniel 7, glaube ich, hat er auch vier Hörner. Ja? Erst ein großes Horn, das ist Alexander der Große, steht auch dort, das ist der König von Griechenland. Und dann zerbricht dieses Horn, Alexander der Große stirbt und aus diesem Horn wachsen vier Hörner, die vier Diadochen. Da wachsen keine zwei Hörner für Ost- und Westrom, sondern vier Hörner. Also Daniel zeigt in Daniel 7 auch, dass auf Alexander den Großen vier Reiche kommen, nämlich seine vier Diadochengeneräle. Und aus einem dieser vier Hörner wächst ein kleines Horn und dieses kleine Horn ist der Antichrist. Dieses eine Horn ist das Reich der Seleukiden und am Ende des Seleukidenreichs kommt ein kleines, ein unscheinbares Horn und es wird unglaublich groß, ja, und wächst bis an den Himmel.
Das ist die Daniel-Prophetie und genau das tragen wir auch in Daniel 2. Das heißt also, wenn wir Daniel 2 so auslegen auf die Diadochenkönige, dann haben wir eine Linie, die wir von Daniel 2 über Daniel 7 und auch über Daniel 8, auch über Daniel 9 bis in Daniel 11 und 12 tragen können. Das heißt, es gibt eine Linie, darum geht es mir. Das ist eine Linie, die da gezeigt wird. Ja? Das darf man nicht unterbrechen durchs Römische Reich. Gut, also wir nehmen also die Beine und schieben die halt einfach in den vorderen Orient und sehen, das sind gar keine Beine, sondern das sind Schenkel und die Schenkel sind vier, zwei Oberschenkel, zwei Unterschenkel, hat jeder von euch, habe auch ich, hat auch das Standbild. Und so gibt es zwei kräftige Schenkel, Seleukos und Ptolemäus, das waren die beiden Großreiche. Und dann gibt es zwei kleinere Schenkel, zwei Unterschenkel, nämlich Kassander und Lysimachos. Dann würde das Standbild stehen. Das Problem dabei ist aber, dass man auch die Zehen in den vorderen Orient holen müsste. Denn Füße und Zehen gehören ja auch noch zum Standbild. Also machen wir das auch mal und unterstellen mal, dass diese zehn Zehen nicht zehn europäische Staaten sind, sondern dass diese zehn Staaten auch im Nahen Osten zu finden sein müssten.